Boah, wie viele Creeper, 5 Stück, Alter. Dafür wäre auch mal Ey, kurz was ist eine los? Katze echt gut. Dass man die Creeper mal ein bisschen Ja, stimmt, wegen Abstand Creeper, hält. ne? Kleiner Mini-Ozelot, die brauchen aber, glaube ich, Fisch, ne? Ja. Ich habe letztens im Zoo einen Ozelot gesehen, die sehen wirklich ziemlich lustig aus. Alter, wie viel Bögen kriege ich eigentlich noch? Was soll ich damit? Eigentlich ist das nichts weiter als eine normale Hauskatze mit scharfen Zähnen. Das ist es eigentlich auch. Ja. Irgendwie gerade voll ruhig. Ja, ich Ja. mache hier so, ich hatte Spiele für mich irgendwie gerade ein Walking Dead, keine Ahnung, auf Minecraft. Kommt mir so vor. Also mir kommen nur Zombies irgendwie entgegen. Und ein paar Creepers. So. Normalfall müsste, wenn ich jetzt ein Hühnchen da reinschicke, müsste das zu Tode verbrennen. Alter, das ist fast wieder Brutalität in Over Wow! 9000 hier. Oh, Alter, die greifen von vorne und von hinten an, die Wichse. Oh ne, noch einer. Die Wie Creeper geil. mittlerweile unter uns sind. Davon ist ein rosa Schaf. Rosa Schaf. Ja. Es gibt auch grüne Schafe und blaue und sowas in der Echt? Natur. Das ist auch relativ. Ja, wenn die irgendwie können die ja mittlerweile Blumen fressen. Und wenn die das tun, dann kann es sein, dass die mal grün sind oder lila oder rot. Das hatte ich alles schon mal. Cool. Also ich töte die immer, die Schafe, wenn ich die sehe. Wir müssen echt zusammenschneiden, bloß für die Sätze hier. Wenn ich das Huhn jetzt da reinschmeiße, müsste das verbrennen. Also ich töte die Schafe immer. Ja, Müssen wir mal eigentlich machen. Ja, so ein Best of Season 1. Das ist es eigentlich. Weißt du, dann, Alter, vor die Frage schneiden, und wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Also, ich töte die Schafe immer. Also ich töte die Schafe, weil ja, wenn ich das Huhn da reinschmeiße, dann müsste das eigentlich verbrennen. Das ist eigentlich voll die geile Idee. Wer ist Müssen wir eigentlich mal völlig... wirklich oh, das sind Wölfe, oh, das sind Wölfe, oh mein Gott, das sind Wölfe und ich habe Knochen, oh mein Gott, Entschuldigung. Also Lacker, Alter. Ja? Nein? Das Huhn da Friss? jetzt drin Oh ist, dann Gott müsste sei das Dank, eigentlich... Ja, es ist endlich habe ich verbrannt. einen. Bin hier am Suchen Ja, ich nach habe zwei. Hunde, Kühe, finde hier nix. Ich habe zwei, ich habe zwei. Alter, eigentlich mache ich gerade voll den Hühnchenschredder, Alter. War hier gerade nicht noch einer? Doch, da unten ist noch einer. Oh, da unten sind noch zwei und da liegen auch noch Knochen. Wie viel Glück kann man haben? Wie viel Glück Okay. kann man haben? Ja, ich bin Dann ist so. gerade übelste So, Glück. ja, Ich ich habe vier Wölfe, da darf ich aber glücklich sein. Also vier habe Hunde gerade vielmehr. 7 Knochen bei mir und 40 noch Komm. irgendwie in der Truhe oder so. Jawohl, du kommst auch noch mit, Alter, das läuft doch. Ja, Svenny, aber pass mal auf, bis du dann irgendwie zu uns nach oben gehst, dann sind die auf einmal weg. Deswegen habe ich ja jetzt sieben dabei. Ab, So, naja, nach 100 ist halt die Frage, ne? das verbuche ich als Erfolg. Ich komme jetzt zurück. Kann mir kurz einer die Koordinaten Alles sagen? klar. Kannst du aber vorher, 17 und 264. bevor du wieder zurückkommst, kannst du noch ein bisschen Kobbel mitbringen? Okay, 17 und 264. Ja. Okay, dann. Man wird hier voll ignoriert, Fortress, ne? Ja, ist so. Ja, ich hab doch gesagt, ja, ich bring Kobbel mit, ist schon Ja, gut. ach ganz so, Spaß. alles klar. Ja, ich hab dir Okay, schon gut, dann habe zugehört. ich das nicht verstanden, dann warst du zu leise. Also, wenn ich in die Richtung gehe, komme ich auf Ja, dann 17. haben wir in der Tat einen großen Erfolg. Du hast 100. Also, Ich ich habe. hab Kobbel. Ja, du hast Kobbel. Ich bin gleich fertig mit dem Hühnchenschredder. Was ich mir überlegt habe, denkst du, wir finden diese Mine nochmal, wo wir drin waren? Diese verlassene Mine da? Ja, weil wir immer nur in eine Richtung geschwommen sind. Ja, weil da sind da ist die Chance schon hoch, dass wir da irgendwo noch eine Kiste finden mit A, einer Karotte Wollte oder ich B, machen, einem was wollte ich Sattel. machen? So, ja, du hast vollkommen recht. Down. Ja, eigentlich müssten wir sind ja immer auf dem Block geblieben, wo der Kap der Geilheit dran Ja, steht, genau. beim Kap der Geilheit. Hui, noch eins.
Normalerweise müssten wir da eigentlich nur der Route folgen oder müssten wir eigentlich da sein? Eigentlich fehlt in Minecraft so ein Navi, weißt du? Top, meine Wölfe sind jetzt schon komplett weg. Wo sind die? Ich hab den Nach Mongos. 300 Blöcken rechts auf die Pilzstraße 4 abbiegen. Hey, das gibt's nicht. Wo sind die Wölfe hin? Das darf nicht wahr sein. Ja, die teleportieren sie jetzt auch zu dir. Sollten wir jetzt so langsam aber mal machen. Wir können die momentane Teleportation. Eigentlich voll die Cheater, ey. Ja, Mann. Ich krass. Moment, ich habe gerade einen Denkfehler gemacht. Nicht gut. Ja, überhaupt nicht gut. Eisendreck. Oh, das hab ich bestimmt vergessen. Verbrenn du gutes Holz. Das gibt's nicht, die Hunde sind weg, komplett alle. Ja, das ist mir auch passiert. Hä, aber doch nicht 7 Stück auf einen Schlag. Nö, aber 2 Stück auf einen Schlag. Hä? Wieso kommen die nicht mit, verdammt? Ahnung. Weil hier hast du die sitzen lassen oder so? Ich glaub, Slendy denkt so weit mit, dass wenn die dem ja vorher schon gefolgt sind, dann müssen die ja dann weiterkommen. Vielleicht das verpasst. Das stimmt natürlich, das kann natürlich sein, aber ich denke mal, das wäre für Slendy schon ein ziemliches Niveau, das zu verpeilen. Also, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon anderes geschafft. Ja? Siehst du? Das will ich jetzt wissen, was hast du denn geschafft? Ja, das möchte ich jetzt aber auch jetzt wissen. Guck dir mal, jetzt hast du was angefangen? Guck dir Let's Plays vom Erna, gibt's genug komplett Aussetzer. Ach so, Let's Plays sind das also, aha. Aha, mhm. Soll noch Werbung machen hier, ach so ist das. Ich mache hier keine Werbung für den Kanal Slendytube, zu erreichen unter https://www.youtube/slendytube. Gerne abonnieren oder Like da lassen. Abonniert jetzt, um kein Video zu verpassen. Da sind die Hunde. Voll die Werbung, bitte. Werbung? Ich doch nicht. Die Tatsache, dass er Werbung gemacht hat, hat die Hunde angelockt. Das sind jetzt seine neuen Subscriber, Junge. Ja, das sind die Hunde, das gibt's ja nicht. Zwar nur noch 3, aber was soll's. Hauptsache, ich will ein Leben nach Hause bringen. Ja, aber dann... Hey, ist rot, hier ist ein weißer Hase mit roten Augen. Naja, ich weiß, aber dieser Killerhase, das steht drüber, das Killerkaninchen. Und was bringt das? Das greift aggressiv. Dich an und ist stärker, das ist stärkste Mob. Das stärkste Gegner, den es in dem Spiel gibt, oder halt das stärkste Viech. Aber was mich gerade auch One-Hits. Also theoretisch ist das stärker als der Enderman, weil es ist das stärkste Viech. Ja, ich glaube. Aber ich finde Enderman, um ehrlich zu sein, nicht so stark. Nee, er ist voller Lappen, Alter. Ja, Endermen sind auch nicht wirklich stark, aber von dem Leben her sind die eigentlich schon relativ... Ja, okay, vom Leben her, ja. Ja, eben genau, und das ist, hat dann halt irgendwie mehr, ich glaube das Doppelte sogar, meine ich mal, gelesen zu haben irgendwo, ne? Glaube ich doch. Ja, die Doppelte Hunde wollen, von... Diese Hunde wollen mich doch echt verarschen. Alter, könnt ihr jetzt mal weggehen, ihr Kühe, ey? Geht mal wieder auf das Haus. Ja, jetzt kommt wieder. Ach, die sind hier alle. Ich hab die gar nicht gesehen. Kaffeekränzchen, wa? Darfst du nicht so überanstrengen. Die stellen sich aber auch an. Schade, dass es hier nicht so verschiedene Hunderassen gibt, weil ich hätte gerne so einen Jack Russell Terrier oder so. Ja, stimmt. Das kommt aber bestimmt noch. Ja, das wäre was Typisches, was noch mit reinkommt. Ich habe Vertrauen in Microsoft. Die sind ja immer sehr detailverliebt, die Firma, die das da besser gerne macht. Wovor ich bloß ein bisschen Schiss habe, ist, dass sie irgendwann sagen, gut, mit der 1.9 oder so ist Schluss und das nächste ist ein komplett neuer Vollpreistitel. Ja, das stimmt. So Minecraft 2 und da sind dann einfach Sachen, die normalerweise... Ja, aber Minecraft 2 soll ja so oder so kommen. Ja, was willst du da verändern? Da kannst du auch nur irgendwelche Updates reinmachen. Ja, eben. Was willst du an Minecraft denn verändern? Es gibt viel. Aber Minecraft 2 wäre dann in dem Vorteil her, dass das halt in C++ geschrieben wäre. Wo ich schon sehr lange drauf hoffe, weil das einfach stabiler ist. Trotzdem, du zahlst dann halt letztendlich für Updates, die du bisher immer kostenlos gekriegt hast. Ja, natürlich. Also ja, gut, aber das traue ich Microsoft ehrlich gesagt gar nicht zu. Echt? Weil die wissen, dass das auch relativ viele Kinder spielen und die Eltern von denen das auch garantiert nicht nochmal irgendwie kaufen. So. Ja, eben.
Ich muss aber sagen, um hier mal, also jetzt nicht Microsoft, aber ich bin komplett gerade drauf. Ich muss echt ich bin begeistert von Bethesda. Ja, das stimmt. Die schreiben innerhalb von einem Tag zurück. Das ist echt krass. Und das wäre eine Release von Evil Within, wo sie bestimmt mehrere E-Mail, also, oder nicht nur eine E-Mail kriegen. Die extrem schnell zurückgeschrieben. Natürlich. Voll geil. Ich finde das EA-automatische System relativ cool. Ja, das ist auch gut, das stimmt. Ja, aber die haben halt, ja, haben sie auch beigeschrieben, dass die halt zu viel Anfragen dazu kriegen. Aber das versteht man ja auch. Ja, er hat ja halt irgendwie den Großteil der Shooter und sowas, so also Battlefield oder sowas. Ja. Halt auch immer alles EA. Aber ich finde das genial. Nee, das Geilste, was ich bisher hatte, ich habe Nihil Umbra gespielt, das ist so ein kleines Indie-Games und Jump'n'Run. Ja. Und da habe ich auch das Studio angeschrieben, die sind total klein. Lass mal Werbung machen. Ja. ich sag jetzt den Namen nicht. Beauty von Games. Wieder 50 Euro mehr für die Kasse. Und nee, ich habe die angeschrieben und gefragt, ob ich ein Let's Play machen darf. Und dann sagt er, ja klar, komm, ich schick dir einen Link. Ich schick dir einen Steam-Code für das Spiel. Das ist voll geil. Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich hab zu auch irgendeinem Spiel habe ich eine Beta-Einladung gekriegt, weil ich einfach gefragt habe, ob ich auch ein Spiel spielen kann. Ich weiß gar nicht mehr, war das Ubisoft, war das, glaube ich? Ich weiß gar nicht mehr. Kann sein, die sind auch relativ gut. Ubisoft ist auch mega chillig. Oder Telltale Games. Ja, die einzigen, die ein bisschen zicken machen, sind Warner Brother. Ey, weißt du, was zicken macht? Das ist Square Enix. Square das weiß, Enix, ja, okay, das habe ich aber noch nie probiert. Habe ich auch noch nie probiert. Hundi, komm. Steh nicht da unten rum und guck doof. Oder Nintendo, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass die halt, aber die haben zum Beispiel da drin stehen, weil die halt zu viele Anfragen kriegen, dass sie halt deswegen das sagen, nö. Das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße von denen. Ja. Bin so gerade übelste konzentriert. Deswegen ist er so still. Na. Normalerweise geht keine Minute rum. Schreit mal nicht. Ja, gell? Was? Spannend und so. Ich glaube, ich habe einen weiteren Hund verloren, aber zwei sind es noch. Ich schaffe das nach Hause. Ey, du fette Kuh, Alter! Komm jetzt her! Ey, du fette Kuh, Alter! Komm jetzt her! Wohnung lag auf Kuh und Fett. Alter, was ist los mit dir? Gib mir eine. Hab ich schon. Bleib von hinten. Hab ich schon. Ja, ist okay. Beruhig dich, Bruder. Beruhig dich, Bruder! Komm, ich schieb dich davon mit. Das gibt's ja nicht. Normalerweise haben sich doch die Hunde immer hinter einem her teleportiert, die bleiben bei mir eben immer noch eine Weile stehen. Ja, die haben keinen Bock mehr auf dich. Ja, das kann natürlich auch sein, Sven. Ich finde, dass die Hunde immer angesprochen werden sollte. Nein, Alter, ohne Spaß, wie ist denn meine Figur da jetzt runtergekommen? Ah, jetzt sind es wieder drei, cool. Los mit dir, fette Schwein, Alter. Geil. Aber wisst ihr, was auch übrigens wieder einen Zuwachs gefunden hat? Hm? So Troll-Kiddies auf YouTube. Oder generell in Spielen. Das kann gut sein. Jetzt mittlerweile mega schlimm geworden. Wo? Komm jetzt. Ehrlich? Ja, es ist wirklich so. In welchen Spielen denn? Sei es von Minecraft hin bis Battlefield, bis alle Spiele sind mittlerweile schon von denen verseucht. Aber ich finde immer noch die schlimmste Community auf dieser Erde in Online-Games ist League of Legends. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres. Stimmt. Es gibt nichts Schlimmeres. Das ist wirklich. Deswegen habe ich da auch mal kaum Bock drauf, weil. Naja. Ich spiele das nicht mal, weil ich generell das ganze Spiel nicht checke. Ja, ich finde das Spiel relativ geil eigentlich, aber. Ich habe später herausgefunden, dass das irgendwie eine Mod für Dota war. Ja, ja. Aber sich dann als einzelnes Spiel reingesetzt hat. Ich erkenne aber ehrlich gesagt nicht den Unterschied. Ist auch kein großer Unterschied, aber... Es ist halt eigentlich theoretisch überhaupt kein Unterschied. Ja, es sieht halt anders aus, gibt andere Champions, andere Fähigkeiten und so. Oh, sowas. Es sieht anders aus. Das, ja. Das ist eine Innovation heute. Hallo? Hallo, das muss nicht mal sein. Guck dir mal Battlefield 4 und Battlefield Hardline an. Das sieht genau gleich aus, das ist trotzdem ein neues Spiel.
Ja, aber der Unterschied zwischen Hardline und sowas ist ja halt, dass das irgendwie Payday anlehnig ist, finde ich irgendwie ein bisschen. Und das ist ein Spielmodi und kein neues Spiel, also. Ja, stimmt. Ich hatte ja früher, hab ja auch als gemeine als Kritik habe ich ja auch herausgelassen, dass ich ehrlich gesagt nicht bereit dazu wäre, das Spiel für zu Vollpreis zu kaufen. Für 59,99 oder sowas kostet das ja. Ja. Ich hätte das ja als DLC rausgebracht, weil ich meine, die Engine ist ja wirklich 1:1 dieselbe. Ja. Kann man sagen, was man sieht will. Auch 1:1 gleich aus. Es gibt gleiche Waffen, gleiche. Ja.